Jo, heute gibt es die Bison Bifrips, die habe ich von Nissen geholt. Schaut mal, die sind frisch, also die sind nicht eingefroren gewesen oder so. Holen wir sie gleich mal raus. Und dann mache ich ganz einfach mit Chili Lime, da könnt ihr aber auch ganz einfach Zitronenschale und ein bisschen Chili nehmen, Steakpfeffer und Chimichurri und ein bisschen Olivenöl, mache ich dann auch eine kleine Marinade für. Und los geht's. Ja, erstmal muss natürlich die Silberhaut runter. Guck mal hier, ich gehe da mit dem Löffel drunter, ja, und heb die einfach so ab. Also einfach hier am Knochen ansetzen, dann drunter schieben, hochheben, dann könnt ihr mit der Hand abziehen. So, jetzt zeige ich euch nur das Fleisch. Guck mal hier, das ist noch richtig schön am Knochen. Seht ihr hier den Knochen? Hat man's. Also wirklich super Fleisch. Ich freue mich schon. Also bei der Marinade ist es so, ich habe dick angerührt. 4-5 Esslöffel Pfeffer, 4-5 Esslöffel Chimichurri und dann habe ich noch ungefähr einen Teelöffel von Chili Lime oder einfach Zitronen- oder Limettenschale plus ein bisschen von dem Saft und eine Chili dazu. Dann habe ich ungefähr 5 Esslöffel Olivenöl da drin. Trage das jetzt auf, massiere es ein bisschen ein gleich mit der Hand und dann geht es auf den Grill. Ja, beim Bison ist es halt sehr wichtig, dass er alles langsam macht, nicht zu viel Temperatur dran bringt. Deshalb ist eigentlich so ein Rippchen optimal. Und ich mache jetzt Folgendes, die kommen bei 110 Grad auf den Smoker und das für 3 Stunden. Ich habe einfach hier oben, seht ihr, die Paste so ein bisschen drauf getan, nicht von unten und nur von oben drauf und einfach auf den Smoker. Jetzt seht ihr, der Smoker, der dampft schon, wunderbar. Die Rippchen einfach in die Mitte drauf. Ja. Und dann hier mal hin. Ein bisschen Abstand halten. Smoker zu 110 Grad, 3 Stunden. So, jetzt mache ich erstmal so ein vierlagiges Stück. Alu, ne? Wieder hier. 1, 2, 3, 4 Lagen Alu. Und dann falte ich da so ein Bötchen draus, wo ich das gleich reinlege, das Bison. Dann schauen wir mal. Also, hier habe ich jetzt das Bison. Ist jetzt 3 Stunden drauf. Ah, wunderbar. Schau mal hier. Richtig juicy noch. Ja, da kann man richtig reindrücken noch. Jetzt hole ich das mal raus. Mit der schönen Kruste. Leg's mal in mein Schiffchen. Dann ein Stück auf. Ruhe, das ist noch saftiger. So, jetzt liegt es dann im Schiffchen drin. Ich muss dann immer so 4 Lagen, 5, 6 Lagen nehmen. Damit die Knochen, ne, die Knochen sind relativ spitz, wie beim Schwein auch hier, damit die nicht durchdrücken. Jetzt kommt noch ein bisschen hier dazu. Ja, nicht so allzu viel. Vor allen Dingen nicht oben drauf, ja, sondern daneben. Und dann wird das Ganze gedämpft. Das heißt, jetzt schön zumachen. So, jetzt das Päckchen fertig. Und Grill auf. Wichtig ist, dass ihr den Grill dann durchaus so 150 Grad oder so hochheizt. Ich habe jetzt mal 145 gewählt und ab geht's. So, jetzt war das Ganze 2 Stunden drin, nicht ganz 1,50 so. Jetzt kann man es rausholen. Wichtig ist dabei, dass wir noch nichts auffangen. Jetzt kann man rausholen und dann müssen wir es auspacken. Ja, wenn man es dann auspackt, dann schaut es so aus. Schaut mal. Wunderbar. Herrlich. Ist noch richtig juicy. Guck mal hier. Richtig rein. Und jetzt kommt es so auf den Grill. Ja, und wer von euch so einen Smoker hat, der setzt ihn jetzt auf 95 Grad. Auf die anderen Grills 95 Grad. Klappe zu. Beim Smoker kann man auch super Smoke anmachen, also viel Rauch. So, der Smoker qualmt noch. Schaut mal, jetzt könnt ihr nämlich hier Knochen so rausziehen. Gut, das war's. Ich hole es jetzt mal raus und dann gucken wir mal rein, wie es von innen ausschaut. So, jetzt schaut mal, habe ich aufgeschnitten. Oh, fällt mir zusammen. Aber hier richtig, richtig juicy, da läuft das Wasser raus. Jetzt freue ich mich aufs Essen. Guten Appetit!